geht um eine Gruppe von Theaterschaffenden, die ein Stück aufführen. Das Stück heißt bei uns, wenn das Finanzamt zweimal klingelt, das ist eine Farce. Und es hat mit Steuerflüchtlingen, Devisenausländern quasi zu tun. Im ersten Akt sind wir bei der Generalprobe. Die haben viel zu wenig Probenzeit gehabt und es ist jetzt die Generalprobe irgendwie nachts kurz vor dem Premierentag. Im zweiten Akt sehen wir das gespielte Stück, was sie im ersten Akt geprobt haben, aber wir sehen es Backstage. Und im dritten Akt sehen wir eine der letzten Vorstellungen wieder von vorne von dem Stück und das hat sich ein bisschen verändert, die Aufführung, und deswegen ist der dritte Akt nochmal eine neue Variante vom ersten Akt. Ich finde, es ist eigentlich ein bisschen wie so Tag der offenen Tür, der Abend. Also man bekommt mit, wie so eine Probe stattfindet, und dann passieren aber Dinge, weil die nicht genug Probenzeit hatten, dass was nicht funktioniert, dass es SchauspielerInnen verwirrt sind, dass es noch inhaltliche Fragen gibt. Aber gleichzeitig müssen sie Zeit sparen, weil die Zeit einfach läuft. Und so ist es bei uns am Theater ja auch, dass wir bestimmte Zeiten haben. Dann müssen wir aber von der Bühne runtergehen, ob wir dann fertig sind oder nicht. Im zweiten Akt, ich glaube, ist auch extrem Tag der offenen Tür, weil man eben alles Backstage sieht und man das Stück aus dem ersten Akt kennt. Also man hört von vorne, was auf der Bühne stattfindet, wie das Stück gespielt wird, und hinten, wie versucht wird, dass das Stück überhaupt stattfinden kann. Und das Spannende dabei ist aber, dass sehr unterschiedliche Figuren da zusammenkommen. Also ich spiele zum Beispiel Pauline, und sie spielt wiederum in dem Stück, das inszeniert wird, Billy. Billy, die Figur in dem Stück, ist tatsächlich sehr genau und hat sich sozusagen ein Konzept überlegt und weicht davon nicht ab. Während Pauline verstreut ist und sich mit Sachen auseinandersetzt. Also sie hat offensichtlich irgendein Anliegen, und ich möchte jetzt auch gar nicht genau sagen, was das für ein Anliegen sein soll, aber sie ist mit irgendwas beschäftigt. Und deswegen passiert es ihr oft, dass sie dann nicht so ganz zuhört oder eben schon zuhört und alles richtig machen will, aber dann von den anderen nicht so gelesen wird. Um das abzukürzen, geht es viel um die Unterschiede zwischen den Spielenden und ihren Figuren dann auf der Bühne. Und es geht aber auch vor allem um die Beziehungen zwischen diesen Menschen und diesen Figuren untereinander. Also sowas wie Liebschaften und Feindschaften und Neid und Eifersucht und Kinder. Und das macht es sehr komplex, aber einfach wunderschön. Ich spiele da einen jungen Schauspieler, der an einem Punkt in seinem Leben ist, wo es jetzt wichtig ist, dass diese Produktion gut wird. Leider hat ihn aber seine Freundin verlassen, jetzt in den Endproben. Und da fällt viel zusammen und da hinterfragt er sich da viel. Und dann kommt da auch, wird es dann schwierig, wenn dann Sachen nicht so klappen, wie er das gerne hätte. Also die Sätze, die im Stück geschrieben sind, die sagen wir dann auch als ich, als Nils und als meine Kollegen dann zu uns. Und dann sind wir so, nee, wir haben das gerade gesagt, ne? Und dann, also wir zitieren jetzt schon aus dem Stück, wenn wir so miteinander versuchen, die Szenen zu klären. Und das ist aber auch, also das ist das Geniale, finde ich, an dem Stück, weil ich weiß nicht, wie der das geschrieben hat, der muss wahnsinnig gut beobachtet haben. Ich war in der griechischen Tragödie dran. Aber in der Umsetzung oder so, wie sie verschriftlich ist, habe ich dann nur böse Menschen, nur schlechte Absichten. Und ich finde das auch auf eine Art eine Frage, muss ich mir oder muss ich meine ganze künstlerische Kraft dafür verwenden, was über schlechte Menschen zu erzählen, in einer Düsterkeit, die wir ohnehin überall gerade und sehr deutlich haben. Ist das, also will ich, also hole ich damit Leute ins Theater? Ist das gerade der Grund, das Haus zu verlassen, um sich anzugucken, wie sich Leute gegenseitig abmetzeln? Oder ist das dann vielleicht auch einfach spannender zu sagen, wir gucken Leuten zu, die ein Problem haben und die auch kämpfen und die was Schönes machen wollen? Und ich kann mich darüber amüsieren, wie Menschen scheitern. Und das hat was auch mit mir zu tun. Ich glaube, jede Person im Publikum findet da sich selber im Scheitern wieder. Ich habe super viel Spaß hier bei den Proben, bei diesem Stück, weil es ist wirklich dann der blanke Wahnsinn einfach.